Donc aujourd'hui, on va présenter un peu la récolte de la triticale. Heute werden wir die Ernte der Triticale, also der Zwischenfrüchte, die hier gesät worden sind, vornehmen. Donc il y a trois jours, nous avons fauché le triticale. Wir haben die Triticale vor drei Tagen in etwa geschwadet. Aujourd'hui, après quelques pluies, la météo nous permet de moissonner le céréal, donc nous allons vous présenter la récolte. Und es hat ein bisschen geregnet, es ist also ein bisschen feucht gewesen. Wir haben ein paar Tage gewartet und heute können wir euch die Ernte des Getreides vorstellen. Voilà, donc là on va juste regarder un petit peu la graine, comment elle est. Donc c'est étonnant, hein, malgré la semaine pluvieuse qu'on a eue, on voit que le grain se bat très très facilement. C'est vraiment l'intérêt de cette technique, hein, c'est que ça active la maturité du grain. Et donc là, on est bien, on est un grain qui se situe entre 15 et 16 d'humidité. Also hier sieht man, obwohl es sehr feucht gewesen ist, sehr, sehr viel Regen gefallen ist in den letzten Tagen, nach dem Schwaden, also das Schwaden hat und liegen lassen, hat wirklich dem Korn sehr viel gebracht und zur Reife gebracht. Also man merkt, dass es sich sehr leicht dreschen lässt. Ja. Donc derrière moi, vous voyez la moissonneuse batteuse qui arrive, elle a une particularité. Also hinter David ist die Erntemaschine und sie hat was Besonderes. Donc elle n'a pas une coupe traditionnelle, normalement c'est une coupe de 9 mètres sur cette machine, mais elle a juste un petit pick-up pour ramasser l'andin. Und sie hat natürlich keine so weite 9 Meter Schneide wie üblich traditionell, sondern nur klein, nur Pick-ups, die einfach den Schwaden auflesen. Donc juste avant le passage du semoir, là ici, on passe un passage de mulcher. Also direkt vor der Sätechnik fahren wir einfach einen Mulcher, also einen Gruber. L'idée est vraiment très superficiellement d'intégrer un petit peu les pailles et surtout détruire les adventices juste avant le semis. Und also um nicht nur das Stroh einzubinden in den Boden, sondern auch um das Unkraut, weil es hier sehr regnerisch war, das Unkraut einfach noch zu bearbeiten. C'est une action qui est pas obligatoire normalement, mais là les quantités de pluie ont été telles que ça reverdit. Ja. Normalerweise ist es nicht unbedingt notwendig, aber es ist in den letzten Zeiten wirklich sehr feucht gewesen, dass man wirklich das bemerkt hat. Unkraut ist sehr viel gewachsen. Donc aujourd'hui, on est trois jours après l'endainage des andins. Donc on récolte et immédiatement après, on sème un couvert végétal afin de couvrir le sol pendant tout l'été. Also heute sind wir einige Tage nachdem wir die also geschwadet haben und heute ernten wir und säen dann direkt dahinter Zwischenfrüchte und das Ziel ist einfach den Boden stets zu bedecken mit Pflanzen. L'objectif,
Bah évidemment, de capter les rayons du soleil tout l'été pour le transformer en carbone assimilable par les micro-organismes. Das Ziel ist also, die UV-Strahlen, also die Sonneneinstrahlung einzufangen und den Kohlenstoff in den Boden zu speichern, um den Boden zu bereichern.